Liebe Zuschauer, Apollo, den Gott der Musen, und Dionysos, im lateinischen Text erscheint er als Liber Pater, kennen wir schon aus vorhergehenden Sendungen. Ihre Begegnungen mit Midas, dem phrygischen König, schildert unser heutiger Text. Midas, ein Sohn der Fruchtbarkeitsgöttin Kybele, galt als sehr reich und geldgierig. Midas eo tempore rex mygdonum fuit, quo Apollo cum Marsia fistula certavit. Cum Timulus victoriam Apollini daret, Midas Marsiae favit dixitque Marsiae potius dandam. Unser Text beginnt mit einem Hauptsatz. Midas eo tempore rex mygdonum fuit. Midas war zu der Zeit König der Mygdonen. Eo tempore, zu der Zeit, ist ein Ablativ der Zeit auf die Frage wann. Davon abhängig ist der nun folgende Relativsatz. Quo Apollo cum Marsia fistula certavit. Als Apollo mit Marsias einen Wettkampf im Flötenspiel austrug. Mit der adversativen, der gegensätzlichen Konjunktion cum während ist der Nebensatz eingeleitet. Cum Timulus victoriam Apollini daret. Während Timulus Apollo den Sieg zusprach, es folgt der Hauptsatz. Midas Marsiae favit dixitque Marsiae potius dandam. Begünstigte Midas den Marsias und sagte, der Sieg sei eher dem Marsias zuzuerkennen. Von dixit ist der ACI Marsiae potius dandam zu ergänzen, esse victoriam dandam abhängig. Dandam ist Gerundiv von dare. Nun noch einmal der ganze Abschnitt. Midas war zu der Zeit König der Mygdonen, als Apollo mit Marsias einen Wettkampf im Flötenspiel austrug. Während Timulus Apollo den Sieg zusprach, begünstigte Midas den Marsias und sagte, der Sieg sei eher dem Marsias zuzuerkennen. Tunc Apollo indignatus mide dixit, quale cor in judicandu habuisti, tales et auriculas habebis, statimque effecit ut asininas haberet aures. In dem ersten Hauptsatz ist indignatus prädikativ gebraucht. Tunc Apollo indignatus mide dixit. Darauf sagte Apollo empört zu Midas. Die direkte Rede beginnt mit einem Nebensatz. Quale cor in judicando habuisti, welches Herz du bei deinem Urteil gehabt hast, in judicando ist ein Gerund, tales et auriculas habebis ist der Hauptsatz. Solche Ohren sollst du auch haben. Erst jetzt wird der Hauptsatz vor der direkten Rede weitergeführt. Statimque effecit. Und er bewirkte sogleich, ut asininas haberet aures, dass er Eselsohren hatte. Noch einmal dieser Abschnitt. Darauf sagte Apollo empört zu Midas, welches Herz du bei deinem Urteil gehabt hast, solche Ohren sollst du auch haben, und ließ ihm sogleich Eselsohren wachsen. Eo tempore cum liber pater exercitum in Indiam duceret, silenus aberavit,
Qui midas affuit ducemque dedit, qui eum in comitatum liberi deduceret. Der Abschnitt beginnt mit einem Hauptsatz. Eo tempore Silenus aberavit. Zu der Zeit kam Silen vom rechten Wege ab. Eingeschoben ist ein Nebensatz. Cum liber pater exercitum in indiam duceret. Als liber pater oder griechisch Dionysos sein Gefolge nach Indien führte. Silen war der Erzieher des Dionysos, den der Gott sehr liebte. Mit einem relativen Satzanschluss ist der nächste Hauptsatz angeschlossen. Cui midas affuit ducemque dedit, ihm leistete Midas Beistand und gab ihm einen Führer. Es folgt ein Relativsatz, ein finaler Relativsatz. Qui eum in comitatem liberi deduceret, der ihm zum Gefolge des Dionysos zurückbringen sollte. Das Ganze? Zu der Zeit, als der Gott Dionysos sein Gefolge nach Indien führte, kam Silen vom rechten Weg ab. Ihm leistete Midas Beistand und gab ihm einen Führer, der ihn zum Gefolge des Dionysos zurückbringen sollte. Ad mide liber pater ob beneficium de optandi dedit potestatem ut quidquid velet peteret a se. Midas sibi optavit ut quicquid tetigisset aurum fieret. Der Hauptsatz ist, ad mide liber pater ob beneficium de optandi dedit potestatem. Aber wegen dieses Freundschaftsdienstes stellte ihm Dionysos einen Wunsch frei. Ut peteret a se, er solle von ihm erbitten, von diesem Nebensatz ist ein weiterer abhängig, quid quid velet, was er wolle. Midas sibi optavit, Midas wünschte sich, von diesem Hauptsatz ist ein Nebensatz abhängig, ut aurum fieret, das zu Gold werde, dem untergeordnet ist, quicquid tetigisset, alles, was er berührt hätte. Der Abschnitt heißt, aber wegen dieses Freundschaftsdienstes stellte ihm Dionysos einen Wunsch frei. Alles, was er wolle, solle er von ihm erbitten. Da wünschte sich Midas, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Quod cum impetravisset et in regiam venisset, quicquid tetigerat aurum fiebat, sed aurum ei usui non erat. Das folgende quod cum impetravisset et in regiam venisset ist ein Nebensatz mit der nachgestellten Nebensatzeinleitung cum und dem relativen Satzanschluss quod. Als er das erreicht hatte und in seinen Palast gekommen war, quicquid tetigerat, alles, was er berührt hatte, noch ein Nebensatz vor dem Hauptsatz, aurum fiebat, es wurde zu Gold. Sed aurum ei usui non erat, aber das Gold war ihm nicht von Nutzen, ist der Hauptsatz.
Als ihm diese Bitte erfüllt war und er in seinen Palast gekommen war, wurde alles, was er berührte, zu Gold. Aber das Gold war ihm nicht von Nutzen. Cum jam fame cruciaretur, petivit a libero ut sibi speciosum donum eriperet. Itaque liber eum iusit in flumine pactolo se abluere. Cuius corpus cum aquam tetigisset, facta est colore aureo. Der Abschnitt beginnt mit einem Nebensatz. Cum jam fame cruciaretur, als er schon vom Hunger geplagt wurde, denn es wurde ja alles zu Gold, was er berührte. Diesem Nebensatz folgt der Hauptsatz. Petivit a libero, er erbat von Dionysos, der Inhalt der Bitte steht wiederum in einem Nebensatz. Ut sibi speciosum donum eriperet, dass er ihm das blendende Geschenk wieder wegnehme. Itaque liber eum iussit in flumine pactolo se abluere. Deshalb hieß ihn Dionysos, sich im Fluss Pactolos zu baden. Die folgende Nebensatzeinleitung ist wieder nachgestellt. Cuius corpus cum aquam tetigisset, als sein Körper das Wasser berührt hatte, facta est colore aureo. Colore aureo ist ein Ablativus qualitatis, von goldener Farbe, also nahm es goldene Färbung an. Noch einmal die Übersetzung. Als er bereits vom Hunger geplagt wurde, erbat er von Dionysos, ihm doch das blendende Geschenk wieder wegzunehmen. Deshalb hieß ihn Dionysos, sich im Fluss Pactolos zu baden. Kaum hatte sein Körper das Wasser berührt, da nahm es schon goldene Färbung an. Und nun die ganze Übersetzung im Zusammenhang. Midas war zu der Zeit König der Mygdonen, als Apollo mit Marsyas einen Wettkampf im Flötenspiel austrug. Während Timolus Apollo den Sieg zusprach, begünstigte Midas den Marsyas und sagte, der Sieg sei eher dem Marsyas zuzuerkennen. Darauf sagte Apollo empört zu Midas, welches Herz du bei deinem Urteil gehabt hast, solche Ohren sollst du auch haben, und ließ ihm sogleich Eselsohren wachsen. Zu der Zeit, als der Gott Dionysos sein Gefolge nach Indien führte, kam Silen vom rechten Weg ab. Ihm leistete Midas Beistand und gab ihm einen Führer, der ihn zum Gefolge des Dionysos zurückbringen sollte. Aber wegen dieses Freundschaftsdienstes stellte ihm Dionysos einen Wunsch frei. Alles, was er wolle, solle er von ihm erbitten. Da wünschte sich Midas, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. Als ihm diese Bitte erfüllt war und er in seinen Palast gekommen war, wurde alles, was er berührte, zu Gold. Aber das Gold war ihm nicht von Nutzen. Als er bereits vom Hunger geplagt wurde, erbat er von Dionysos, ihm doch das blendende Geschenk wieder wegzunehmen. Deshalb hieß ihn Dionysos, sich im Fluss Pactolos zu baden. Kaum hatte sein Körper das Wasser berührt, da nahm es schon goldene Färbung an. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen.